Du bist endlich aufgewacht. Wie geht es dir? Wie heißt du eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Wie es dir geht oder wie du heißt? Egal. Kannst du deine Beine wieder bewegen? Super. Dann steh auf und komm mit. Ich koche gerade Kaffee. Die Regierung hat eine Lebensmittellieferung für die Bezirke 17 und 18 angekündigt, welche ab dem 11. Mai an den Ausgabepunkten verfügbar sein wird. Auch gestern Nacht wurden wieder drei Terroristen der Kämpfer gefasst, als sie sicherheitsrelevante Informationen aus der Regierungszentrale schmuggeln wollten. Falls auch Sie Hinweise auf die Aufenthaltsorte von Kämpfern haben, teilen Sie dies bitte an der nächsten Meldestelle mit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist schon wieder passiert. Fast hätten Sie es geschafft. Setz dich doch. So wie du aussahst, konnte ich dich nicht auf der Straße liegen lassen. Nicht einen von uns. Die Krankenhäuser sind mittlerweile komplett von der Regierung kontrolliert. Zucker? Von uns? Zucker ist alle. Aber das habe ich noch. Die Wächter haben dich wirklich übel zugerichtet. Kannst du dich an gar nichts mehr erinnern? Nein, ich habe so Erinnerungsfetzen. Ich wurde zusammengeschlagen. Von Wächtern? Ja, du trägst das Zeichen der Kämpfer. Wir versuchen, Veränderungen zu erreichen. Für uns alle. Aber der Regierung passt das nicht. Deshalb sind auch die Wächter hinter uns her. Hey. Ja. Ich glaube, ich erinnere mich wieder. Hier ist es nicht mehr sicher. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir alle dran sind. Ich habe gehört, dass sich ein paar von uns im Bezirk 3 aufhalten. Da sind nicht so viele Wächter. So wie das klingt, ist hier kein guter Ort für uns. Dann komm doch einfach mit. Hey, du weißt ja gar nicht, wer ich bin. Ich weiß ja nicht mal selber, wer ich bin. Ich kenne noch nicht mal deinen Namen. Ich heiße Emma. Sag mal, hatte ich ein Handy, als du mich gefunden hast? Ja, das war in deiner Tasche. Ich wollte schauen, wen ich mir ins Haus geholt habe. Aber es war gesichert. Erinnerst du dich an deinen Code? Ja. Thank you.
Thank you.